Wir haben eine Ankündigung zu machen. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Ankündigungsvideo von mir oder in dem Fall von uns. Vielleicht kann der eine oder andere es sich schon denken. Wer Brina auf Instagram folgt, der weiß schon, was sie dieses Jahr noch vorhat. Ich fliege nach Orlando zu Disney World. Und das ist tatsächlich einer deiner größten Träume. Das ist dein letzter Park, der noch auf deiner To-Do-Liste steht. Das stimmt, ja. Das hatten wir eigentlich schon früher gemacht, aber Corona kam dazwischen. Und der eine oder andere hat es sich ja schon gedacht. Eigentlich alle. Eigentlich schon. Ja, ich habe so ein bisschen vor mich hergezogen, weil ich eigentlich erstmal die Vlogs beenden wollte und die ganzen Videos aus Orlando. Aber ja, wir lassen jetzt die Bombe platzen. Ich fliege natürlich mit. Wir fliegen zusammen. Ja. Wir sind zu dritt. Ja, Brinas Freund kommt noch mit. Ich bin dabei und ja, meine beste Freundin wäre auch gern mitgekommen, aber es klappt leider nicht wegen dem Urlaub bei ihr auf der Arbeit. Aber wir machen uns zu dritt eine wunderschöne Zeit. Und ich freue mich sehr, ein zweites Mal dieses Jahr hinzufliegen. Es hat sich aber auch so viel verändert seit dem Januar, muss ich sagen. Das stimmt. Wir dürfen jetzt kuscheln. Wir dürfen Autogramme sammeln. Ja. Die Parade ist zurück. Ich glaube, wie heißt die? Dream of Fantasy? Irgendwas mit Fantasy. Die ist zurück. Splash Mountain hat offen. Yes. Den bin ich nicht gefahren. Der Expedition Everest hat er ja auch zu, als ich da war. Das soll ja richtig cool sein, die Attraktion. Ich nehme meine Duschhaube mit. Aber Expedition Everest ist nicht mit Wasser. Ja, aber Splash Mountain. Ja, ja. Kann sie gerne machen. Aber da musst du Orlando musst du ja oft deine Duschhaube dann anziehen. Die habe ich immer dabei. Weil es regnet ja dann wahrscheinlich schon Duschhaube öfter. Oder diesen Regenschirm. Vielleicht nehmen wir unseren Kopfregenschirm mit. Aber wir haben ja noch den Poncho mit den Ohren. Stimmt, den Poncho mit den Ohren haben wir auch. Packliste haben wir noch nicht gemacht. Obwohl Brina ja schon gefühlt 10 Outfits schon im Petto hat. Ich weiß tatsächlich nur ein Outfit, denn wir sind, also sollen wir erstmal sagen, von wann bis wann wir da sind? Weißt du es auswendig? Ich weiß es auswendig. Vom 24. September bis zum 8. Oktober. Genau, ja. Vielleicht seid ihr ja auch da. Ich habe schon über Instagram ganz viele Nachrichten bekommen, dass ganz viele von euch da sind. Ja, und wer jetzt aufgepasst hat, der weiß, da ist ein Feiertag, den es ja eigentlich nur in Deutschland so gibt. Und zwar der 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Und das war einer meiner Wünsche, wenn wir zu diesem Zeitpunkt in Disney World sind, dass wir an dem Tag zu Epcot gehen. Es gibt dann immer so ein kleines Special. Gibt es tatsächlich? Ja, also ich sehe immer auf Instagram und so, dass sich die Castmember morgens dann immer treffen. Die deutschen Castmember sich immer treffen und ein bisschen feiern. Und ja, wir haben uns überlegt, dann gehen wir an dem Tag natürlich nach Epcot und wir haben was Besonderes an. Ein Dirndl. Ja, wir gehen im Dirndl. Ganz typisch, so wie wir in Deutschland natürlich hier immer zum Einkaufen. Wie wir jeden Tag rumlaufen natürlich. Immer im Dirndl zum Einkaufen. Genau. Und zieht der Sinan auch Lederhose an? Das weiß ich noch nicht. Ja, das müssen wir ihn mal noch fragen. Also das steht auf jeden Fall. 3. Oktober sind wir in Epcot im Dirndl. Und wir gehen ja dort noch besonders essen, das haben wir uns ja ausgesucht. Genau, an dem Tag, genau, gehen wir in den Biergarten. Genau, und da trinken wir einen Jägermeister für wie viel? Ich glaube 9 Dollar. Ich glaube, es war über 10 Dollar. Auf jeden Fall nur so ein Shot. Ja, ich habe mich gewundert und gefragt, ob man da noch so eine ganze Literflasche Jägermeister für den Preis kriegt. Aber einen müssen wir trinken, denn wir haben ja eigentlich auch vor, Drinking Around the World zu machen. Eigentlich ja du und ich sollte dich dabei währenddessen filmen. Aber jetzt sind wir dazu gekommen, dass wir es alle drei machen eigentlich. Ja, mal gucken, ob dann der Vlog abrupt beendet. Natürlich werden wir beide vloggen. Ja. Du auch da. Aber ganz kurz, für Drinking Around the World könnten wir uns auch einfach die GoPro auf den Kopf schnallen. Dann geht er nicht zu Ende und wir werden auch keinen Filmriss haben. Wir können uns dann mit euch zusammen nochmal alles anschauen. Gucken wir mal. Aber wir vloggen natürlich wieder. Also ich werde wieder vloggen. Brina wird auch vloggen auf ihrem YouTube-Kanal. Bis dahin wollen wir übrigens noch die 1000 Abonnenten knacken. Wir sind gut dabei. Bis September müssen wir noch die 1000 kriegen. Also wenn ihr Brinas YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt, Link findet ihr unten in der Infobox und ich packe es auch ins i, glaube ich. Das geht auch. Klickt drauf und abonniert ihren Kanal. Du planst ja auch ein paar Planvideos vorher zu machen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also eventuell zeige ich euch meine Outfits. Ein paar stehen ja schon, wie du gesagt hast. Was zum Beispiel noch? Ich würde wahrscheinlich gerne mein Elsa-Kleid mitnehmen. Dann
haben wir ja noch so außerhalb. Bounding. Elsa Bounding auf jeden Fall. Das ich auch schon mal in Paris anhatte. Ich dachte so, für Orlando wäre es ganz cool. Dann sind wir ja einmal auf jeden Fall in Universal und du ziehst ja Harry Potter an. Hast ja auch gefragt, ob du mir ein Harry Potter T-Shirt bestellen sollst. Und dann habe ich gesagt, nee, wenn ich zu Universal gehe, dann auf jeden Fall was von den Simpsons. Das war ja auch, als wir in Kalifornien. Da bin ich ja raus. Schon, so. Ich habe mir auch schon was bestellt. Es gibt so ein Bart Simpson T-Shirts. Ich glaube von Billabong mit der, wie heißt dieses? Ich bin raus bei Simpsons. Wie heißt denn sowas, wo man so ein Gummi dran hat, zieht und dann ab. Peitsche, ich weiß. Eine Peitsche? Eine Steinschleuder. Ah ja. Ja, habe ich mir bestellt, bis ich dann mal gesehen habe, es sind Kindergrößen, 176. Das heißt, ich glaube, das passt jetzt brauchst du nicht. Dann ein anderes T-Shirt. Ja, aber ich habe mir schon einen blauen Rock bestellt und ein orangenes T-Shirt dann einfach. Also machst du Bart Simpson Bound? Ja. In Los Angeles hatte ich ja Lisa Simpsons Bound. Ach. Genau. Für den zweiten Tag in Epcot würde ich vielleicht gerne ein Fußballtrikot anziehen. Ich weiß noch nicht, ob ein Deutschlandtrikot oder ein Betze-Trikot. Mal sehen. Ja. Was noch zu erwähnen ist, wir sind natürlich über Halloween da. Wir sind über Halloween da. Einer meiner liebsten Seasons und die können wir jetzt im Walt Disney World feiern sozusagen. Aber dafür sind wir ja leider beim Season Start in Disneyland Paris nicht da. Ja, am 1. Oktober. Das holen wir nach, auf jeden Fall. Habe ich mir schon in den Kalender eingetragen. Direkt eine Woche später fahre ich auf jeden Fall nach Disneyland Paris, um da nochmal Halloween zu feiern. Ich komme mit. Mal gucken, ob der Daniel am 1. Oktober da ist. Wir wissen ja nicht, ob er es schafft von der Arbeit aus. Aber ich denke mal schon, dass er und dann er übernimmt dann Disneyland Paris und wir machen Orlando, würde ich sagen. So sieht's aus. Vielleicht machen wir eine Live-Übertragung. Schloss zu Schloss. Genau. Was kann man noch erzählen? Mickey's Not-So-Scary Halloween Party wurde diese Woche angekündigt, dass es zurückkommt nach 2 Jahren. Da sind wir dabei. Wahrscheinlich pleite. Du ja wahrscheinlich nicht, aber wir noch in Universal zu Halloween. Wie heißt sie? Universal Horror Nights. Horror Nights, genau. Das machen wir auf jeden Fall. Da bin ich raus. Weiß es noch nicht. Wie heißt dieser Ort? Kissimmee? Wird das so ausgesprochen? Kissimmee wird es ausgesprochen scheinbar? Keine Ahnung. Hast gesagt, dass es Kissimmee ausgesprochen wird. Ich habe so geschrieben, wie es halt geschrieben wird. Da ist auch so eine Art Freizeitpark, ne? Da ist so eine Art Freizeitpark und freitags und samstags sind dort immer Autotreffen, freitags Muscle Cars, samstags Old Cars. Und wir würden gerne freitags hingehen. Simone weiß noch nicht, ob sie mitkommt. Aber da ist auch so ein cooler Freizeitpark noch dabei. Und ist alles so ein bisschen auf 50er, 60er Jahre gemacht. Mit so einer riesen Jukebox. Und da werde ich auch auf jeden Fall ein schönes Kleid anziehen. Petticoat. Ein Petticoat Dress. Auf jeden Fall habe ich mir schon mal überlegt, dass das mitkommt. Ja, also Outfits habe ich mir noch so krass noch nicht überlegt wie du. Nee, ich bin schon... Ja, aber gut, ich habe ja auch schon eigentlich meine ganzen Outfits... Von vor 2 Jahren. Von vor 2 Jahren, die ich ja alle noch anziehen wollte. Also ich nehme über 2 oder 3 Halloween-Outfits mit. Genau, also ich freue mich sehr auf Halloween in Magic Kingdom. Ja, ich auch auf jeden Fall. Und natürlich werden wir auch shoppen gehen. Wir werden in die Outlets gehen, wir werden in Walmart gehen. Walmart muss sein, ja. Ja. Und diesmal bitte einen großen. Also wenn Kalifornien waren wir in so einem kleinen Popelding, das war nix. Also in dem wir waren, der war eigentlich relativ groß. Gut, dann freue ich mich schon. Ja, was haben wir noch so geplant? Restaurants. Wir wollen, du hast ja schon Biergarten gesagt. Biergarten, genau. Wir wollen in Topolinos Restaurant, das ist ein Character-Restaurant, da gibt es Frühstück. Genau. Das ist im Riviera Resort. Es ist eins der DVC-Resorts, aber da kann man auch normal reservieren und essen gehen. Damit wir auch mit dem Skyliner mal fahren können. Das ist nämlich auch noch. Wir, ja. Also einmal Topolinos wollen wir reservieren. Das geht aber alles natürlich erst 60 Tage vorher. Dann Space 220 heißt es, glaube ich. Das neue Restaurant in Epcot, wo man sozusagen im All ist. Bin sehr gespannt. Hört nur Gutes drüber. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Haben wir noch was auf der Liste? Snacks. Dass du mal was nachholen isst, wenn du in Orlando bist. Ich muss einiges nachholen. Die war in Orlando und hat nichts gegessen. Das ist mir immer noch ein Rätsel. Ich habe euch gesagt, ich hatte die falsche Gesellschaft bei mir. Zum Chicken Guy wollten wir noch zum gehen. Zum Chicken Guy wollten wir gehen. Zu diesem Japaner in Epcot muss ich auch noch mal gehen. Der war richtig lecker. Wasserparks? Stimmt, die Wasserparks machen wir auch noch. Ich hoffe, dass dann beide aufhaben. Aktuell weiß man es ja noch nicht. Es heißt einfach nur
Wenn das Wetter gut ist, aber auch. Wenn das Wetter gut ist, 2 Parks. Also Blizzard Beach gibt es und Lagoon Beach. Ja. Obwohl ich gehört habe, Blizzard Beach hat mir letztens einer kommentiert, ist auf jeden Fall mega gut. Also wenn wir uns entscheiden müssen, ist glaube ich Blizzard. Also ich muss beide machen. Ich muss mindestens einmal betreten haben. Ja, aber wenn er nicht aufhat, was willst du denn machen? Wenn er nicht aufhat, muss ich nochmal fahren. Muss ich nochmal fliegen. Aber vielleicht wart ihr ja schon in beiden und könnt unten kommentieren, welcher besser ist, wenn wir uns entscheiden müssten. Wenn wir uns entscheiden müssten, ja, ich hoffe. Ja gut, wenn nur einer aufhat, müssen wir uns nicht entscheiden, dann können wir nur in einen gehen. Das stimmt. Dann können wir nur in den gehen, da aufhat. Da hast du auch wieder recht. Ansonsten hast du ja gelesen, Ende September ist nicht so viel los, angeblich vom Crowd-Kalender. Genau, aber ich wollte nochmal so 2-3 vergleichen, weil da sind ja alle Parks dann aufgelistet. Ja, die erste Oktoberwoche soll es dann ein bisschen ansteigen. Ja, ist immer so. Für Halloween im Oktober wird es mehr. Ja, können wir noch was berichten? Haben wir noch was geplant? Was haben wir denn noch geplant? Wir werden uns kein Mietauto holen, wir werden Uber nutzen. Wir haben mal ausgerechnet, wir könnten gefühlt für 3.000 Euro Uber fahren und werden immer noch günstiger als mit den aktuellen Mietpreisen. Wir haben gar nicht gesagt, wo wir übernachten. Ja, stimmt. Wo schlafen wir denn, Simone? Also erstmal fliegen wir mit Lufthansa direkt aus Frankfurt, genau. Direktflug. Haben wir ungefähr 800 Euro bezahlt, ne? 801,03 Euro pro Person. Genau, weil euch das ja auch mal so interessiert. Weißt du auch, was wir fürs Hotel bezahlt haben als aus dem Kopf? Nee, da gibt es auch noch eine, sonst gucke ich nochmal nach. Leider nein. Also, wir fliegen mit Lufthansa direkt nach Orlando und schlafen im All-Star Music Resort. Genau. Wir haben uns ein anderes ausgesucht, damit ich auch was anderes sehe als das Pop Century. Ist leider kein Skyliner-Zugang, hat nur den Bus als Transportmittel, aber... Aber aus meiner Kindheitserinnerung, jeder, der eine VHS früher von Disney hatte, kannte ja diese Disney World-Werbung. Und da war ja dieser Pool mit dem... Ich mit dem, hast du nicht geguckt mit dem Klavier und so? Und das ist meinem Kopf geblieben, dieser Pool in diesem Klavieroptik. Ob es den noch gibt, ich weiß es nicht. Ich kenne das nur aus meinem Kopf, da ist das drin. Ich hast ein Déjà-vu, wenn wir da sind. Vielleicht. Genau, das haben wir gebucht für 2 Wochen. Also wir wechseln nicht das Hotel. Nee, wir bleiben. Und dann haben wir in dem Paket noch den Memory Maker drin, also den Fotopass. Und die Tickets drin. Und Genie Plus haben wir dazu gebucht. Genau, das wollte ich jetzt sagen. Das haben wir nochmal zusätzlich, also das konnte man auswählen. Ja, nein. Wir haben uns dafür entschieden, jeden Tag Genie Plus für 8 Euro pro Tag. Anstelle, wenn man vor Ort ist, wäre es ja 15 Euro. Genau. Aber da kann man sich natürlich entscheiden, bucht man es nicht. Aber wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir es für jeden Tag dazu buchen für 8 Euro. Ich weiß gar nicht, aber wir sind, glaube ich, wir sind insgesamt mit den Flügen bei 1.300 Euro, glaube ich, pro Person. Ohne Flüge. Ohne Flüge. Ich meine, es war ohne Flüge. Das müsste ich immer. Soll ich mal schnell auf meine. Guck mal. Ich habe doch eine Schuldenliste immer drin. Aber die Hotel war noch nicht drin. Habe ich dir noch nicht bezahlt, die Anzahlung? Nee, deswegen, das habe ich. Also insgesamt für 3 Personen das Hotel mit Genie Plus und den Tickets 4.170,54 Euro. Also, wenn ihr eine 4. Person hättet, müsstet ihr im Prinzip nur noch die Tickets und das Genie Plus dazu buchen. Wäre dann mal ein bisschen günstiger. Aber ja, 4.100 Euro circa für 3 Personen mit Genie Plus, mit Tickets, Memory Maker. Wir hatten jetzt leider nicht dieses Angebot, was ich hatte im Januar, mit wo noch so eine Tagesamount für Essen da war. Mhm. Hatten wir $36 damals. Das hatten wir jetzt nicht. Gab halt jetzt nicht diesen Aktionsdings. Aktionen dein von Plan. Vor Corona, das war so gut, was wir damals hatten. Dining Plan, ne? Mhm. Ja, kommt, wissen wir nicht, wann es zurückkommt. Und ich habe tatsächlich auch jetzt die Tage jetzt gesehen, dass viele Influencer aus Amerika gesagt haben, dass man jetzt schnell sein soll beim Buchen, weil Mickey's Not So Scary Halloween Party ist so begehrt, dass jetzt alle buchen werden, weil diese Party zurückkommt. Und wir werden auch direkt jetzt am 12. Mai kommen die Tickets. Geht, ja. Also das Video ist dann schon online, dann haben wir hoffentlich die Tickets. Und dann werden wir es auch auf Instagram verkünden und dann können wir endlich offen drüber reden. Ja, bisher musste ich euch so ein bisschen anflunkern immer. Die einen haben ja geschrieben, Brina auch geschrieben oder mir geschrieben und ich habe dann immer in den Kommentaren so ein bisschen abgeschweift und gesagt, dass Brina halt hinfliegt. Aber ohne mich. Ach, wir wollen noch Minigolfen gehen dort. Ich weiß gar nicht, ob 2 Wochen alle reichen. Nee, wir bleiben, wenn wir dort sind, 2 Wochen länger. Ich glaube, 2 Wochen wird schon wieder knapp, was das wir alles geplant sehr knapp, haben. Ja. Ja. Ach so, das wollte ich ja noch zeigen, was ich gekauft habe für uns. Erinnert euch, bei meiner Planung habe ich
das Buch, den Vorgänger, gekauft. Und jetzt gab es das neue Buch bei Amazon, extra zum 50. Geburtstag. Da ist auch dann Genie Plus drin. Davor in der alten Version war ja noch der Fastpass, wie es vorher war, drin. Und jetzt ist hier Genie Plus drin und aktuelle Restaurants, neue Restaurants. Müssen wir auf jeden Fall durcharbeiten bis dahin. Ja, verlinke ich euch aber unten. Gibt es bei Amazon. Vielleicht auch ganz hilfreich für euch, wenn ihr demnächst dieses Jahr noch hinfahren wollt. Ja, ich muss schon. Also, wir waren ja in Japan, wir waren in Shanghai und es war kein Buchen, kein Plan machen so schwer wie Disney World. Ja, findest du? Ja, also das war Shanghai, Japan, Hongkong, alles egal, das habe ich alles gemeistert. Und meine erste Reise nach Disney World, die ja gecancelt wurde, die hatte ich zusammen mit Angie. Und Angie hat alles geplant, weil ich nichts kapiert habe. Und jetzt planst ja du eigentlich alles, weil ich nichts kapiert. Ich war ja schon da, ich kenne ja schon alles. Also für mich ist es wirklich zu viel. Ja, wir werden jetzt gleich die Tage versuchen zu reservieren und gucken, wann wir was machen. Genau. Daran setzen wir uns. Und dann gibt es auf jeden Fall demnächst dann noch weitere Videos zu unserer Walt Disney World Reise. So, jetzt können wir endlich offen drüber reden. Ja, ich freue mich. Ich freue mich auch. Endlich mal bei warmen Temperaturen auch da zu sein. Stimmt, war das sehr. Ich hatte ja gefühlt Frost. Ja, sag's nicht. Am Schluss bringst du auch wieder dann Schnee mit. Ich hatte gefühlt ja Frost. Ja, das war's. Wir haben jetzt fast 16 Minuten einfach gequatscht. Passt. Können wir öfters. Das können wir öfter machen. Ja, ich hoffe, die Neuigkeit hat euch gefallen und auch, dass wir jetzt zusammen nach Walt Disney World fliegen. Ich freue mich sehr und ja, wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.